So, heute wieder mal seit etwas längerem Hookah Squeeze Kopfbau. Ich habe hier den Hookah Squeeze Pink Passion, also Passionsfrucht. Sieht auch sehr, sehr schön aus, wenn man das hier ansieht. Und schaut schön pink. Ich werde mir das wieder unten im Hookah John 80 Feet diesmal auftragen. Und dann werde ich mir darüber noch etwas Holster Oriental Nana bauen, dass da noch eine schöne Minze reinkommt. Und ja, ich bin gespannt, wie das schmecken wird. Ich lege gleich mal los mit dem Kopfbau. So sieht jetzt also der fertig gebaute Kopf aus. Hier schimmert es noch ganz leicht durch. Ich habe unten die Hookah Squeeze wieder reingestrichen, eine dünne Schicht, und dann ganz normal drüber gebaut, den Oriental Nana von Holster. Und jetzt wird es anfangs ziemlich nach dem Oriental Nana schmecken, wenn man den rauchen wird, bis die Squeeze auf Temperatur kommt. Und dann wird das langsam übergehen und am Schluss sollte das eine süße Passionsfrucht sein, wenn das alles richtig funktioniert. Ich werde jetzt wieder die Alufolie spannen und dann sehen wir uns auch schon wieder beim Fazit. So, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Wie erwartet war zuerst der Holster im Vordergrund, also der Oriental Nana, die Minze ohne Kühle. Und jetzt, desto länger ich rauche, ich rauche jetzt vielleicht so 30 Minuten, desto mehr kommt auch die Hookah Squeeze durch. Die braucht immer etwas, bis sie kommt, bis der Kopf auf Temperatur ist. Aber jetzt haben wir noch eine schöne, süße Passionsfruchtnote dazu. Und ich denke, je länger der Kopf laufen wird, desto mehr wird die Passionsnote überhand. Passionsfruchtnote überhand gewinnen. Und die Minze wird langsam etwas nachlassen. Aber finde ich sehr, sehr lecker, solche Köpfe, die sich über die Rauchdauer etwas weiterentwickeln und verändern. Aber ja, dann war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.